dir aussuchen könntest, einer der Avengers zu sein, welcher wärst du, warum? Weil ich kenne nicht mal einen. Welche gibt's noch mal? Schwer. Oder Scarlet Witch. Das war mir auch geil. Ja, okay, ich würde mich auch zwischen Spider-Man und Iron Man schauen. Ja, Iron Man ist Iron Man. Aber Spider-Man ist. Ich denke, Spider-Man. Pizza Time. Ich finde Iron Man auch cool. Iron Man. Also Iron Man. Das ist Stark. Bitte! Ja, Schatz. Könnte ich Ihre Aufmerksamkeit haben? Jedenfalls. Alter, aber er hat auch eine Freundin. Wir haben alles. Man hat alles. Spider-Man. Er kann Netze schießen. Iron Man kann fliegen. Er kann. Hä? Iron hat den Anzug für Spider-Man gebaut. Genau. Oh mein Gott, Iron Man! Ausgeprägter Narzissmus. Das ist korrekt. Was wäre, wenn Area 51 gestürmt würde und du dein eigenes Alien bekommst? Oh, das ist ja voll geil. E.T., Leute, E.T. Oh mein Gott. Das wäre so ein Alien. Ich würde schon gerne ein Alien mit nach Hause nehmen. Mal gucken, wie da meine Sprachkenntnisse sind, wie schnell ich mich da in die Kommunikation einfinden würde, was ja dann mit meinem Haushalt einstellen würde. Warum halten wir uns an den Händen? Damit wir wie eine Familie aussehen. Wir sind ganz normale Leute, die mit einem kleinen Cowboy spazieren gehen. Also ich würde meinem Alien so Playboy Cardi erstmal zeigen, so mit einem Alien so Travis Scott pumpen, so. Also wäre schon krass, so, aber muss sich erstmal damit verständigen, so. Aber wäre schon witzig, so, wenn es so weit kommen würde, so. Halt, wir wissen nie, halt. Junge, die NASA ist überall. Ich würde alle meine Freunde einladen und euch auch, ne? Ja. Was wäre, wenn die Menschheit zur Hälfte ausgelöscht werden würde? Ja, gut. Das ist jetzt eine interessante Frage. Hashtag Tata. Das will ich gar nicht erleben. Auf gar keinen Fall. Egal welche Hälfte, die wird uns sehr fehlen. Männer oder Frauen?